Herzlich willkommen, liebe Burgbewohner und Zuschauer, zurück hier in Hearts of Iron 4. Ich bin euer Tastenhauer und wir haben jetzt einiges zu tun. Der Zwischenfall an der Marco Polo Brücke hat sich gerade ereignet oder ist im Begriff, sich gerade zu ereignen. Und es gibt natürlich jetzt ganz viele Dinge, die wir hier beachten müssen. Also zum einen, wir sind gerade aktuell nicht im Kriegszustand mit China. Wir haben aber einen Kriegsgrund für vollständige Annexion sowohl von China als auch von Shaanxi bekommen. Das müssen wir einerseits beachten. Wir können jetzt jederzeit den Krieg erklären und die Feindseligkeiten in einen offenen Krieg ausbrechen lassen. Historisch war das natürlich nicht sofort der Fall. Und auch wir werden jetzt erstmal ein ganz klein wenig noch abwarten, denn ich möchte meine Truppen einerseits vollständig vorbereiten und ich habe auch, wir haben quasi durch unseren Geheimdienst uns aktuelle Berichte eingeholt und in Erfahrung gebracht, dass da irgendwas im Busch ist in China, was sehr spannend sein könnte. Wenn wir Glück haben, dann erwischen wir den Generalissimo Chiang Kai-shek nämlich auf ganz, ganz falschem Fuß, denn der besitzt jetzt Kriegsziele, und zwar gegen Xinjiang, das ist das Land hier im Nordwesten, ganz weit entfernt hinter der Mongolei und Xibei Sanma. Er besitzt einen Kriegsgrund gegen die Guangxi-Clique hier unten im Süden und er besitzt einen Kriegsgrund gegen Shaanxi hier im Norden. Und diese Gebiete, also Shaanxi, natürlich auch der kommunistische Block Chinas, die Guangxi-Clique, Yunnan, Xibei Sanma, Xinjiang, das sind alles quasi chinesische Kriegsfürstenstaaten, wobei der Begriff Nationalstaat, das passt nicht so ganz zu China historisch. Also das sind Gebiete, die größtenteils vom Generalissimo Chiang Kai-shek und dieser Nationalen Front kontrolliert werden. Es gibt diese Fraktion der Guangxi-Clique mit verschiedenen Kriegsfürsten. Es gibt hier den Fürsten von Shaanxi, von Xinjiang, von Xibei Sanma. Also ihr seht schon, das ist kriegsfürstenbasiert. Und so ganz eindeutige Besitzzuordnung der Gebiete sind sehr schwierig historisch. Überhaupt, es gibt ja bisher erst seit ungefähr einem Jahrzehnt wirklich auch im westlichen Teil der Welt hier wirkliche substanzielle historische Forschung zu dieser Zeit, die doch sehr chaotisch verlaufen ist und wo bisher sehr wenig bekannt zu ist, was dort vonstatten gegangen ist. Was man aber inzwischen weiß, ist, dass natürlich Chiang Kai-shek, also der Generalissimo hier der nationalen Fraktion, versucht hat, mit einer relativ kleinen Kernarmee sich die Loyalität umliegender Kriegsfürsten zu sichern, dabei aber nicht immer sehr erfolgreich war. Also es gibt dann wirklich Berichte, dass da Einheiten von, weiß ich nicht, von Yunnan oder von Guangxi-Clique, dass die hier zum Beispiel in Operationen beteiligt waren, deren Loyalität sehr fragwürdig zum Teil war, die also eher auf eigene Rechnung, wenn man so will, gearbeitet haben und nicht so sehr loyalitätsverpflichtet waren gegenüber Chiang Kai-shek und seiner nationalen Armee, seiner nationalen Front. Dementsprechend ist es natürlich für das Spiel hier unmöglich, sowas darzustellen. Ich habe es ja in der letzten Folge schon ausgeführt. Die Situation rund um Peking und Tianjin hier am Anfang während des Zwischenfalls und in der Nachfolgezeit ist total unübersichtlich. Japan hat Truppen im Botschaftsbereich von Peking schon stationiert. Das alles können wir natürlich hier mit diesen Nationalstaatsgefechten überhaupt nicht darstellen. Aber wir müssen das im Hinterkopf behalten, wie unglaublich unübersichtlich und chaotisch diese Situation derzeit ist. Also es gibt noch keinen offiziellen Krieg, keine offizielle Kriegserklärung und das ist dann auch wiederum historisch ganz korrekt, weil die jetzt erst im Laufe der Zeit erfolgt und überhaupt wird der Krieg dann erst im Laufe der Zeit wirklich zu einem vollen Krieg eskaliert. Das werden wir dann nachher noch in Entscheidungen sehen. Da kommt dann nämlich eine Entscheidungsoption jeden Monat, wo wir den Krieg eskalieren können, jeweils um, ich glaube, insgesamt 5 Stufen, um Angriffs- und Verteidigungsmali gegen die chinesischen Länder aufzuheben, die wir am Anfang dann hier ganz stark noch haben. Hier seht es hier, Angriffsmalus -50%, Verteidigungsmalus -25%, dasselbe für das kommunistische China, für Shaanxi, für Xibei Sanma, Yunnan, die Guangxi-Clique und Xinjiang. Das sind alles diese Staaten.
Und dieser Malus, der wird uns natürlich schwer machen, zu Beginn überhaupt hier Operationen gegen China durchzuführen. Wir werden es natürlich trotzdem versuchen, genau wie historisch auch, aber es ist schwierig. Aber wir müssen uns vorstellen, der japanische Hof unter unserem Kaiser Hirohito hat jetzt Informationen bekommen, dass China hier möglicherweise direkt Aktionen gegen umliegende Kriegsherren plant. Und das würde ja bedeuten, dass sie hier möglicherweise Truppen abziehen müssten, beziehungsweise wenn sie das nicht schaffen, weil wir sie zum Beispiel zuerst angreifen, Probleme gegen ein paar Staaten im Süden oder Westen des Landes bekommen könnten. Und das würde natürlich unserem Kriegsziel hier total zugutekommen, dass wir hier eine auseinandergezogene, geschwächte chinesische Nationalarmee angreifen könnten. Und dementsprechend werden wir jetzt erstmal noch keinen Krieg erklären, sondern wir werden jetzt erstmal noch einen Monat warten. Also bis Mitte August werden wir das erstmal hier laufen lassen, werden uns weiter vorbereiten und dann erst wirklich handeln. So, das ist das eine, was ich vorweg schicken wollte. Dann ein ganz wichtiger Aspekt hier bei den Entscheidungen, Rivalität zwischen Teilzeitkräften. Ihr seht ja hier, die kaiserliche Marine und die kaiserliche Armee liegen, und das ist uns ja schon länger bekannt, in einem erbitterten Konflikt um unsere begrenzten Ressourcen. Wir haben reguläre Konferenzen eingerichtet. Das ist übrigens das Ding, was wir hier hatten mit den Verbindungskonferenzen. Und ich glaube, die Lage wird sich jetzt hier im nächsten Monat so ernst gestalten, dass der Kaiser also eine erste solche Konferenz in Zukunft einberufen möchte, so ja ungefähr Ende August, Anfang September, wie auch immer genau das terminiert ist, das müssen wir uns jetzt im Kopf quasi vorstellen, aber auf jeden Fall will Hirohito, dass hier eine Entscheidung gefällt wird, und zwar eine Entscheidung für die Priorisierung des Stahls. Das ist eigentlich so die Kernentscheidung, die wir zuallererst treffen müssen. Und das wird Gegenstand dieser Verbindungskonferenz sein. Und jetzt seid ihr nämlich hier gefragt, abzustimmen, was hier gewählt wird aus Sicht der kaiserlichen Regierung. Wir wissen ja, es gibt diese Rivalität, Armee und eine Marine. Aber was wird jetzt priorisiert? Und da binde ich euch ein, da bin ich nämlich völlig offen, was wir hier nehmen. Das ist jetzt von den Auswirkungen auch nicht so extrem schwer, aber hat schon eine durchaus strategische Komponente hier drin. Wenn wir Stahl für Waffen priorisieren, bekommen wir jeweils 4 Militärfabriken oder insgesamt 4 Militärfabriken, 5% mehr Fabrikleistung. Dafür nimmt aber die Schiffswerftproduktionsleistung wiederum um das Doppelte ab. Wir bekommen Baugeschwindigkeit für Militärfabriken, aber weniger Geschwindigkeit für Schiffswerften. Umgedreht, wenn wir den Stahl für Schiffe priorisieren, ja, dann bekommen wir eben 4 Schiffswerften. Geringere Fabrikleistungen und dafür mehr Produktionsleistung für die Schiffswerften und mehr Baugeschwindigkeit für Schiffswerften und geringere Geschwindigkeit für die Militärfabriken. Also alles genau umgedreht, könnte man sagen. Und das hier, das müsstet ihr jetzt bitte oben rechts in der Infocard einmal abstimmen, damit ich bis zur nächsten Staffel dort Informationen habe und wir das also entsprechend auch diese Konferenz dann abhalten können und die Entscheidung entsprechend treffen können. Das wäre erstmal jetzt die Aufgabe. Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Teilnahme, die hoffentlich wieder sehr zahlreich ausfällt. Das ist wirklich eine sehr wichtige Abstimmung. So, dann seht ihr hier unten rechts, wir haben eine neue Armee aufgestellt, beziehungsweise ich habe die schon mal vorbereitet. Und zwar die Shanghai-Expeditionsarmee. Das ist nämlich der historische Verbund, der hier die Eroberung Shanghai bis nach Nanjing nachher vollführen wird. Noch natürlich nicht, aber bald. Und es ist so, dass diese Kämpfe auch immer weiter eskalieren. Also Mitte August, beziehungsweise am 9. August, glaube ich, kommt es zu einem Zwischenfall. Irgendwie am Flughafen, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Und dieser Zwischenfall führt dann letztlich auch zu eskalierenden Kämpfen in der Stadt Shanghai selbst. Und es werden immer wieder Truppen in das Gebiet von Japan geschickt, bis Shanghai erobert wird und man dann nach Nanjing vorrückt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und als General wurde Iwane Matsui quasi aus der Reserve zurückgeholt, um diese Expeditionsarmee anzuführen historisch. Und das Interessante ist, dass der also auch wieder eine gepanzerte Armee, eine Panzerarmee oder eine Panzerdivision vielmehr bei sich geführt hat. Deswegen ziehen wir jetzt hier auch eine unserer drei Panzerarmeen hier aus dem Norden ab. Hier reichen uns zwei, hoffe ich zumindest. Und wir werden die jetzt hier verlegen und dann vom Hafen aus hier nach Nagasaki rein verlegen, damit auch die Truppe dann hier entsprechend helfen kann. Wir werden also zunächst einmal diese Truppe hier, das sind unsere
unsere Riku Sentai, unsere Marinesoldaten, die werden wir jetzt, naja, stationieren, kann man nicht sagen, aber wir werden schon mal die Seeinvasion vorbereiten auf Shanghai, damit wir das möglichst schnell einnehmen und damit wir dann dort die anderen Truppen, die wir hier haben, nachschicken können. Ihr seht auch schon hier, dieses hier ist die 68. Hinoki-Division und die habe ich quasi gerade erst abgegradet. Das sind nämlich eigentlich Einheiten. Wo sind sie denn derzeit? Ich glaube, die werden gerade hier raus verschifft. Die eigentlich. Achso, weil ich das. Ah, okay, weil ich das noch auf hatte. Und zwar ist das diese Einheit, die eigentlich eine Garnisonseinheit war. Und die Einheiten, die aber diese Expeditionsarmee immer weiter verstärkt haben, waren allesamt volle Divisionen. Das heißt natürlich, wenn ich hier das Vorlagentemplate, also die Vorlage ändere, dann brauchen wir natürlich viel mehr Ausrüstung, viel mehr Mannstärke, Artillerie, motorisiert, Zusatzausrüstung. Das alles ist natürlich nicht ganz einfach, aber notwendig. Von daher habe ich das hier ausnahmsweise mal gemacht, dass wir da eine Garnisonseinheit auf eine reguläre Armeeeinheit hochsetzen. Zugleich habe ich hier schon mal gesagt, dass hier eine Infanterieeinheit jetzt ausgebildet wird. Und zwar erstmal immer nur eine parallel. Das dauert auch, bis die fertig ist, bis zum 16. November. Also das wird noch lange Zeit dauern, damit wir jetzt einen kontinuierlichen Strom an neuen Infanterieeinheiten hier nördlich bzw. östlich in die Gebiete dann auch reinsenden können, um den Widerstand dann zu brechen. So, das erstmal, weswegen ich hier diese Expeditionsarmee aufgebaut habe. 7 Tage wird jetzt hier die Invasion vorbereitet und dann fahren wir weiter fort. So, dann gucken wir ganz, ganz, ganz genau uns hier an, wie sich die Truppen bewegen. Denn eine Kriegserklärung würde natürlich dann Sinn machen, wenn wir den Gegner quasi ganz, ganz einfach und ganz schnell einkreisen können. Und ihr seht ja schon, der Gegner fokussiert sich extrem auf Peking. Hier sind die meisten Einheiten drin. Also ich weiß nicht, wie viele Einheiten das sind, aber ich würde mal schätzen, das müssen zwischen 50.000 und 70.000 Soldaten ungefähr sein, die hier jetzt schon stationiert wurden. Auch in Tianjin eine Menge Einheiten drin, die bekommen sogar noch Verstärkung. Also wenn wir die beiden Provinzen, Tianjin und Peking, irgendwie einkesseln könnten, dann könnten wir die Einheiten direkt vernichten, wenn wir sie besiegen. Und das würde bedeuten, dass wir den Chinesen einen Riesenschlag gleich zu Beginn dieser Auseinandersetzung versetzen. Und das ist so der Plan der Armeegeneräle, die sie sich überlegt haben. Das heißt aber, wir müssten diese Provinz hier und diese Provinz relativ zügig erobern. Und das geht nur, wenn möglichst wenig Einheiten dort drin vorhanden sind. Und das ist auch genau der Grund, warum wir hoffen am Kaiserhof, dass diese Kriegsziele hier nicht einfach nur da sind, um ausgesessen zu werden, sondern dass möglicherweise Chiang Kai-shek dieser Versuchung nicht widerstehen kann, den Kriegsherren für die Unterwerfung dieser Kriegsherren hier Krieg zu erklären und damit hier Truppen möglicherweise noch abzuziehen und diese beiden Provinzen insbesondere schwächer zu machen, sodass wir genau dann zuschlagen können, wenn die Einheiten hier am schwächsten sind. Das wäre die Idee. Gleichzeitig werden wir natürlich Peking angreifen, Tianjin angreifen. Und zwar deswegen, weil das mechanisch natürlich so funktioniert, dass diese Einheiten, die sich im Kampf befinden, nicht mehr aus den Provinzen zurückgezogen werden können. Das heißt also, wir setzen die beiden hier fest und wir werden auch die Provinzen hier und hier dann festsetzen mit unseren Einheiten hier. Deswegen stehen hier auch schon so viele. Damit die hier auch keine Verstärkung aus dieser bergigen, hügeligen Randregion bekommen, sondern höchstens noch aus diesen Hinterlandprovinzen eventuell verstärkt werden könnten. Wie gesagt, könnten. So. Ja, das ist erstmal hier die Idee des Ganzen und ich denke mal, so werden wir das Ganze auch dann, ja, vollstrecken. Aber jetzt werden wir erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir sehen auch hier 25 Einheiten sogar schon drin. Also das ist durchaus eine Menge. Wow, was hier reingeschickt wird, 30 heiliges Blechlier, wird immer mehr reingezogen. Es kann natürlich auch passieren, dass jetzt mehr und mehr Einheiten hier reingelangen. Allerdings sehen wir auch, einige Einheiten werden wieder zurückgeschickt. Das ist interessant. Also ich werde mal gucken, was diese beiden Provinzen betrifft. Wenn die am schwächsten sind, dann würde es sich hier nämlich lohnen, zuzuschlagen. Derzeit, ja, ihr seht schon, jetzt werden wieder ganz viele Einheiten aus Peking rausgeschickt. Also es ist nicht ganz klar, was Chiang Kai-shek hier vorhat. Vielleicht sind das einfach nur so Rochaden, die
wo er versucht, hier zu verbergen, was er wirklich vorhat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er... Oh ja, jetzt sind es hier nur noch 4, hier nur noch 6. Ich könnte mir vorstellen, dass er vorhat, hier tatsächlich zu handeln gegen diese Kriegsfürsten und deswegen hier oben jetzt auch Truppen wegzieht. Aber ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Und solange wir hier die Soldaten stehen haben, muss er natürlich diese Einheiten hier überall noch stehen lassen. Er kann nicht riskieren, dass die quasi geschwächt werden. So, wir schicken jetzt mal die Panzereinheit hier nach Nagasaki, wo sie hingehört. So. Zwischenfall an der Marco Polo Brücke erneut. Japanische und chinesische Streitkräfte haben sich wegen der strategisch wichtigen Marco Polo Brücke südwestlich von Peking ein ergebnisloses Scharmützel geliefert. China hat Japans Forderungen auf eine Entschuldigung und territoriale Zugeständnisse zurückgewiesen und behauptet stattdessen, die Belastungsgrenze der japanischen Aggression sei erreicht worden. Diplomaten fürchten, dass die instabile Lage jederzeit in einen Krieg umschlagen könnte. Diesen Chinesen werden wir es aber zeigen. Das werden wir. Aber die Frage ist, wann werden wir das? Und bisher hat sich hier noch nichts getan. Dementsprechend bin ich hier noch sehr, sehr vorsichtig. Wir müssen natürlich uns vorstellen, dass hier die ganze Zeit sowieso schon Grenzscharmützel stattfinden. Aber eben kein klassischer, vollständiger Krieg, wenn man so will. Oh, zu wenig Nachschub für Stützpunkte. Okay. Nachschubmangel. Ach, hier. Wir brauchen zu viel Nachschub. Wir bekommen Einkommen 15 maximal rein. 9 ist die lokale Basis, 9 und 15 sind 24 und wir bräuchten 26 wegen den vielen Truppen. Und das ist deswegen, weil der Engpass die Häfen in Dalian sind. Also diese hier. Ach so, weil die Marinestützpunkte das Ganze begrenzen. Aber die habe ich ja schon gebaut, oder? Moment, habe ich die schon im Bau drin? Ja, die bauen wir gerade schon, um das nämlich hier wegzubekommen, dass wir hier nicht immer einen Mangel haben. Das hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen. Also da sind wir bereits unterwegs. Ja, es kommt wieder zum Nachschubmangel. Das ist ein bisschen ärgerlich, das schwächt natürlich unsere Truppen hier. So, Logistik. Wir sehen jetzt auf, wir brauchen unfassbar viel Einheiten. 8 Tage motorisierter Mangel, 23 Infanterieausrüstung, 41 Tage bei der Artillerie, das lässt sich auch noch verschmerzen, 331 bei den Zusatzausrüstungen, das dauert viel zu lange. Tja, aber wie regeln wir das jetzt? Wir können ja hier schlecht... Also wir können ein bisschen was umverteilen. 23 Tage. Also ich würde hier eine Fabrik bei Artillerie noch wegnehmen und 2 Fabriken hier bei Infanterie. Dann haben wir wenigstens etwas schneller die Einheiten zusammen. Aber es dauert immer noch ungefähr ein Dreivierteljahr, bis alle Zusatzausrüstung hergestellt wird. Aber das ist ein Kompromiss, den ich eingehe. Jawohl! Oh ja, tatsächlich. China geht tatsächlich in die Offensive gegen Shaanxi. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die anderen beiden Länder Guangxi-Clique und Xinjiang jetzt hier folgen werden. Aber hier sind jetzt Feindseligkeiten ausgebrochen. Und jetzt müssen wir natürlich genau darauf achten, ob China hier was macht. Bisher bleiben die Einheiten... Nein, sie bleiben nicht stehen. Wir sehen hier nämlich gerade, Peking möchte 5 Einheiten wegziehen. Die werden in 2 Tagen und 4 Stunden in dieser Provinz hier ankommen, wie es aussieht. Und die beiden Einheiten treffen in 4 Stunden am nächsten Zielort ein. Also genau am 22. Juli. Das ist unser Zeitpunkt, glaube ich. Denn wenn die Einheiten raus sind, dann haben sie nur noch 2 Einheiten hier in der Provinz stehen. Dann ist diese Provinz unglaublich geschwächt. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt für eine Offensivoperation, bevor diese Einheit sich zurückziehen kann. Da werden wir dann natürlich Peking angreifen. Dann kann diese Einheit hier nicht mehr raus und ist gefangen. So, das heißt, wir gehen schon mal hier auf Stufe 1 runter, würde ich sagen. Ganz, ganz langsam. So, diese Einheit hat sich jetzt hier reingezogen. Das heißt, die sind hier extrem stark. Hier ist jetzt eine extrem schwache Resteinheit nur noch verblieben. Die hier haben immer noch 5, aber die bewegen sich auch nicht. Das war jetzt unser Zeichen. Ist das zu früh, den Krieg zu erklären? Ich meine, sie haben hier Guangxi-Clique noch keinen Krieg erklärt, aber ich würde vermuten,
Also so wie ich hier den Generalissimo Chiang Kai-shek einschätze, ist dem das sowas von egal, ob wir Krieg mit ihm machen oder nicht. Ich glaube, der wird trotzdem noch seine beiden Kriegsziele hier durchsetzen, einfach weil er zu gierig ist. Ich glaube, das ist die Einschätzung am Kaiserhof. Und deswegen werden wir jetzt hier den Krieg erklären, liebe Leute. So, das werden wir jetzt hier auch noch machen. Genau, hier. Krieg erklären, annektieren. Wir werden auch direkt unsere Verbündeten rufen. Das ist deswegen wichtig, damit wir von diesen Gebieten aus, weil das ja von unserem Mengoku-Verbündeten aus ist, dass wir auch hier angreifen können. Das geht, glaube ich, sonst gar nicht. 4% wird das hier Spannung herbeiführen. Aber wir werden das machen, ganz wichtig. Japan hat China den Krieg erklärt. Ja, wir können jetzt natürlich neue Mitglieder ins Bündnis einladen. Wir könnten jetzt zum Beispiel Shang-Chi direkt einladen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Erobern wäre vielleicht sogar noch besser. Andererseits, Verbündete sind schon nicht schlecht. Aber ich lasse das erstmal so stehen. Das machen wir jetzt erstmal noch nicht. So, was wir jetzt aber machen, liebe Leute, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt maximale Kräfte hier angreifen lassen. Zum einen werden wir mal schauen. Diese Einheiten haben eine Breite von 33. Wir können von einer Provinz in eine andere angreifen, gibt uns eine Gefechtsbreite von 30. Jetzt wird es nämlich richtig tricky hier. Wir nehmen mal die 9. Division. Wenn die jetzt angreifen, haben wir eine Breite von 33. Wenn wir hier eine weitere, die 1. Division angreifen lassen, haben wir 66 Breite. Würden wir noch eine dritte hinzunehmen, dann hätten wir eine Breite von 99. Das wäre natürlich jetzt schon 19 zu viel für die 80er Breite, würde zu einem Malus, glaube ich, führen im Gefecht. Ich glaube, so funktioniert das hier. Wenn wir aber hier eine Einheit zum Unterstützen noch hinschicken, das können wir erst machen, wenn die anfangen anzugreifen, dann ist das so, dass wir, wie groß sind die? 12. Dann hätten wir hier 99 plus 12, also 111er Breite. Und dann könnten wir die hier unterstützen. Wir könnten sogar eine zweite Garnisonseinheit zur Unterstützung herbeiziehen. Dann hätten wir hier etwas über 120er Breite benutzt, aber hätten alle Einheiten hier gegen zwei schwache Divisionen, hoffe ich zumindest, dass sie schwach sind, im Kampf und würden diese Provinz hier möglichst schnell wahrscheinlich auch bereits erobern können. Das wäre extrem wichtig. Das ist das eine. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auch da hier angreifen. Hier haben wir wahrscheinlich nicht so viel Erfolg. Aber wir können A, verhindern, dass sie hier in den Süden reinmarschieren. Und B, können wir sie möglichst lange aufhalten. Und hier sind nochmal 4 Divisionen. Ah, okay, aber die haben alle eine ganz schwache... Die werden, glaube ich, strategisch verlegt, kann das sein? Die haben hier ganz geringe grüne Balken, das heißt also ganz geringen Organisationswert. Ich glaube, die werden gerade strategisch verlegt. Umso wichtiger... Ja, genau, die sind in 3 Stunden schon am nächsten Zielort. Das ist strategische Verlegung hier. Umso wichtiger, dass wir dann hier direkt auch angreifen. Egal, ob wir unterlegen sind oder nicht, es kommt hier nur auf die Verzögerung an. Und die sind eh alle sehr, sehr geschwächt. Also wir können sie quasi mit heruntergelassener Hose hier direkt angreifen. So, 33. Dann haben wir hier plus 12. Jetzt muss ich gerade mal mitrechnen. Sind 45. Plus 12 sind 57. Ich hoffe, ich verrechne mich hier nicht. 57. Und noch eine. Dann haben wir hier 69. Okay, die greifen nach da an. Diese drei, das sind also 12, 24, 36er Breite, greift hiermit an. Und die lassen sich auch hier von dieser einen Einheit unterstützen, die jetzt nicht mehr ausgewählt wird, oder was? Nee, die sind alle schon ausgewählt. Okay, mehr haben wir hier gar nicht stehen. Okay, dann ist das so. Okay, die drei haben ihre Befehle. Also ihr seht schon, hier wird die Bewegung schon aufgehalten. Dann gucken wir mal, dass wir Tianjin müssen wir ja auch nicht direkt besiegen, genauso wenig Peking. Wir sollten also nicht mit zu vielen Einheiten angreifen, sondern ungefähr mit der gleichen Stärke. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen tricky, weil wir nicht wissen, wie stark die Einheiten der Gegner wirklich sind. Das sehen wir gleich erst noch, weil wir dazu noch keine Informationen haben. Aber wir müssen gucken, dass wir die auf jeden Fall binden hier. So, das machen wir jetzt alles Stück für Stück. Das wird dauern.
Aber das ist auch sehr, sehr wichtig. So, die zwei Einheiten werden hier gleich unterstützen. Das heißt, ich habe hiervon, muss ich mir jetzt merken, nur zwei Einheiten übrig, um hier Peking mit zu erobern. Ja, hier sind drei Infanterieeinheiten. Ich glaube, die lassen wir direkt mal angreifen. Das sind wieder 99 Breite. Und dann lassen wir uns natürlich hier helfen. Das sind nur drei Divisionen. Wir sind natürlich mit größeren Divisionen ausgestattet als der Gegner hier. Das wissen wir ja auch historisch schon. Von daher wird das hier schon so viel wert sein wie vielleicht sechs gegnerische Divisionen. Sie haben hier 17 stehen, ne? Ja. Das heißt, 11 müssten wir irgendwie verkontern. Wenn wir die 5 noch angreifen lassen, dann haben wir noch 6 circa übrig. Dann können wir also die 4 noch angreifen lassen. Und die beiden, die wir hier schon hinzugewählt haben, ne? Genau. Nehmen wir mal die 2, greifen die hier mit noch an. So, dann haben wir also 1, 2, 3, 4 Angriffsvektoren. Das bedeutet, wir haben eine Gesamtbreite des Angriffs von 80 plus 3 mal 40. 120, also 200. Okay, 200er Breite, die wir natürlich lange nicht erreichen mit den paar Einheiten, aber darum geht es nicht. Wir müssen sie ja nur aufhalten. Wir müssen sie nicht sofort besiegen. Besiegen können wir sie später noch, wenn sie eingekesselt sind. Erstmal müssen wir sie nur aufhalten, um sie dann einkesseln und vernichten zu können. Das muss hier unser großes Ziel sein. Ach so, ich habe noch gar nicht erwähnt, wenn ihr euch das fragt, ich spiele natürlich ohne Battleplans, ohne Schlachtpläne, weil ich die einfach sehr faulen Game-Design-Kompromiss hier finde. Und vor allen Dingen haben wir dann auch die Problematik, dass wir ja gar nicht. Also dann kontern wir quasi die Mali gegen China, aber das wäre ja wieder auch ziemlich unhistorisch, wenn wir die einfach durch große Battleplans kontern, denn so einen großen Schlachtplan haben wir erstmal nicht. Wir haben einen Plan, Peking und Tianjin zu erobern. Das ist aber kein operativer Schlachtplan, das ist erstmal nur die konkrete Situation, wie sie sich für die japanischen Grenzeinheiten und diese Armee hier darstellt und nicht ein großer, durchdachter Stabsplan, sondern jeder General versucht hier so seine Ziele im Rahmen der Logik des Grenzkonflikts hier gerade durchzusetzen. Ne? Also das ist ein ganz anderes Ding, was hier passiert. So, Peking wird gleich auch angegriffen. Okay. Dann müssen wir hier, das Problem hier, diese Ebene, die können wir nur angreifen aus dieser Ebene. Das heißt, wir bekommen maximal eine 80er Breite. Der Kampf hier wird länger dauern und wir müssen nachher, wenn wir diese Provinz erobert haben, von hier drüben über dem Fluss auch nochmal mit angreifen für einen zweiten Angriffsvektor. Dann haben wir immerhin hier eine 120er Breite. Also die Kämpfe hier werden vermutlich wesentlich länger dauern als hier drüben. Und das ist so ein bisschen so der trickigste, der problematischste Punkt hier an der Front, weil wir hier am längsten brauchen werden. So, das ist eine Ebene, das heißt, unsere Panzerdivisionen können in der Ebene natürlich relativ gut angreifen. Dschungel, Hügel, Wald, Sumpf, Befestigung, Fluss. Also hier kriegen sie überall natürlich bestimmte Mali rein, gerade bei Wald oder sowas. Gebirge, Stadt, Dschungel, amphibisch, aber bei Ebenen ist das nicht der Fall. Wir können jetzt hier Folgendes machen. Ich habe ja die Division so konzipiert, dass wir immer mit zwei Infanteriedivisionen und zwei Panzereinheiten angreifen können und dann insgesamt auf eine genaue Breite von 80 kommen. Beziehungsweise eine Infanteriedivision und eine Panzerdivision ergibt immer genau 40. Und das Doppelte ist natürlich 80. Also die beiden Infanteriedivisionen und die beiden Panzerdivisionen führen hier den Angriff auf die Provinz, wo auch hier dieser wichtige Pekinger Flughafen existiert, was wichtig ist, weil wir dort unsere Flugeinheiten später noch stationieren können, die ja jetzt derzeit kaum dorthin kommen. Also das ist richtig, richtig problematisch. Im Übrigen können wir hier schon mal Bodenpersonal bereitstellen, zusätzliches Bodenpersonal, damit wir hier einen Effizienzbonus von 10% in Nordchina bekommen. Das fände ich auch sehr, sehr wichtig. Die drei Einheiten sind also Luftnahunterstützer und 90 Jäger und die werden wir natürlich auf Luftüberlegenheit abfangen und Luftnahunterstützung senden, hier nach Nordchina. Okay, haben wir die auch schon mal losgeschickt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier haben wir niemanden mehr drin. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, also
was wir mit den taktischen Bombern hier machen. Ob wir die nach Norden verlegen, um die von hier drüben aus nach Nordchina zu führen, oder ob wir die in Shanghai zur Unterstützung operieren lassen. Ich glaube eher Zweiteres. Lasse ich die erstmal hier unten in Taiwan stehen, auf dem Flughafen. Die Frage ist nur, was machen wir mit diesen sehr kleinen, also mit geringerer Reichweite ausgestatteten Jägern? Die sind hier unten doch sehr weit weg, können hier in Shanghai gar nicht eingreifen. Überhaupt, ich glaube, die können nirgendwo in Shanghai eingreifen, weil hier einfach nirgendwo ein Flughafen ist. Das heißt also, ja, hier brauchen wir die Unterstützung von Trägereinheiten. Anders geht es nicht. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Aber wisst ihr was, liebe Leute, dann mache ich mitten in der Vorbereitung der ersten Kriegshandlung hier eine Pause. Eine Folgenpause, weil 30 Minuten Folgenzeit muss reichen. Ich bin hier auch schon derbe im Hintertreffen, was die Vorproduktion angeht. Dementsprechend mache ich jetzt hier mal eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es bleibt spannend. Die ersten Kriegshandlungen stehen unmittelbar bevor. Also bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut. Euer Tastenauer sagt ciao, ciao.